Ja, weg. weg. 1700. Holla die Waldfee. Bist du okay, Kleiner? Bist du verletzt? Nein, es geht mir gut. Du bist hart im Nehmen. Darauf kannst du aber wetten. Wir werden dieses Geier zusetzen, bis es um Gnade fleht. Es ist dir gefährlich. Ihr solltet schnell Unterschlupf suchen. Ja. Hey, Jazz, dreh dich mal um. Ja, moin. Nein, es hat sich wiederbelebt. So sieht's aus. Und... ja, Lin kommt uns doch zur Hilfe. Ciao. Weg. Hast du jetzt verstanden, Fina, was unser Zweck ist? Wir wurden geboren, um gegen Gaia zu kämpfen. Der Oberst wartet, Fina. Wir müssen zu ihm. Lin, warte. Schau dir doch die Menschen hier an. Willst du sie alle verlassen? Ich weiß nicht, was Mulens Plan ist. Aber kann die Welt gerettet sein, wenn sie Ben nicht gerettet wird? Das ergibt keinen Sinn. Glück ist nicht echt, wenn es auf dem Unglück anderer basiert. Das ist ein sehr weiser Satz. Den sollte ich mir auch nochmal irgendwo aufschreiben. Ja. Vielleicht später. Nun... Leute, ihr solltet euch... nicht aus dem... Solltet ihr euch nicht aus dem Staub machen? Das ist recht, Web. Bringen wir sie an einen sicheren Ort. Hilf mir. Dir helfen, sie retten. Auf gar keinen Fall, Jess. Sie hat unser Dorf ausgelöscht. Naja, nicht primär, aber... ja, vielleicht nicht ganz unbeteiligt. Ja, Web, das ist nicht gerade fair. Vergiss nicht, dass sie noch uns geholfen hat. Das stimmt natürlich allerdings, das noch nicht mal vor einer halben Stunde gefühlt. In-game wahrscheinlich ein bisschen länger. Naja, wenigstens mal gute Nachrichten. Na, wie nicht dafür. Jetzt ist er wieder bescheiden. Ach ja, Web ist schon lustig. Fina, du hast mehr ikarische Kraft als du... ich meine... ihre Zauber, die sind schon nicht schlecht, ne? Das muss ja mal gesagt sein. Ja. Nein, nein, man darf es nicht aussetzen, man muss sich sein Problem stellen. Da hat Justin schon recht. Ja, genau. Und Fina unterschätzt sich auch ganz schön. Ich verstehe auch nicht, warum wir den Gaia-Kämpfer einfach nicht eben gerade... ja, naja. Gott sei Dank, es scheint ja noch immer sicher zu sein. Och, wie habe ich denn Gina nochmal gesprochen? Italiano. Welch eine große Überraschung. Was machst du hier, Rotschop? Hat dich der Angriff auch aufgehalten, ne? Wir wurden nicht aufgehalten. Wir haben gehört, dass Gaia Silpen angreift. Deswegen sind wir hier. Was sagst du da? Du bist hierher gekommen, wo all diese schrecklichen Dinge passieren. Ja, aber wir waren wohl zu spät dran. Tut mir leid, China. Du musst dich nicht entschuldigen. Mein Problem ist der alte Mann. Er ist auf Geschäftsreise gegangen, vor dem Angriff. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ihr seid da und mir geht es schon viel besser. Okay, ich hoffe, Guido geht es gut. Gar nichts gut. Überall machen die Monster Probleme. Vielleicht kommen sie auch hierher. Gib die Hoffnung nicht auf, China. Das werden wir nicht zulassen. Wir beschützen dich, keine Sorge. Aber Justin, wenn die Mächte der Ikaria genutzt werden, wird Gaia zurückkehren. Wie? Ich dachte, die sind der Schlüssel, um Gaia überhaupt zu vernichten. Also irgendwie, die Mächte der Ikaria durch die Flügel, die Lin erwähnte, sollen wir denn kämpfen? Justin, ich... vielleicht soll ich ja kämpfen. Könnte der Einsatz der Macht, die Lin und ich haben, fehlschlagen? Fina? Nein, das ist nicht richtig. Kämpfen? Ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte beschützen. Dich beschützen, Justin. Und meine Schwester. Jeden. Ich möchte jeden beschützen.
Fina, Flügel, Flügel aus Licht? Fina, da ist eine Stärke in dir, die langsam anfängt zu wachsen. Es ist die Macht der Sorge um andere. Nicht einmal die alten Ikarier, die Gaia aufhielten, haben sie erreicht. Du bist auf der Suche nach dem Schlüssel, der dir die Macht in dir freisetzen wird. Die Macht der Sorge? Oh, ja. Wenn man wieder an Hoffnungsschimmer kommt, muss auch gleich wieder alles den Bach runtergehen. Schön. Ja, Gaia, vernichten, zerstören. Gerne. Vorher allerdings, möchte ich, Moment, irgendwo gab es ja genau Guidos Haus. Und hier ist aber auch kein Guido zu sehen, aber ein ganz toller Stein, und zwar ein Speicherstein. Den benutze ich auch eben mal. Weil ich würde gern einen Boss-Save machen wollen. Ne? So, 2 Sekunden warte ich noch, Bratz. Dann haben wir nämlich direkt 56 Stunden auf der Uhr. So. Ja. Und jetzt... wie? Guido? Nein, der flieht nicht vor seinem Problem. Der ist sowieso der Schlauste im ganzen Spiel. Das habe ich bestimmt auch schon mehr als genug mal gesagt, dass der... ja, der gibt halt gerade ja auch diesen Hauch von ja, Unrealismus, höchst mysteriösen Charakterdasein. Also das Guido gefällt mir auch einfach. Es ist dieses, ach ja, also gegen Story und Charaktere kann ich im Spiel eigentlich gar nichts sagen. Gar nichts. Es ist einfach so. Moment. Wie? Du hast das schon mal miterlebt? Na, dann Prost Mahlzeit. Du hast ja Glück im Leben. Holla, die Waldfee. Nein, nein, nicht die Hoffnung verlieren. Nein, das kriegen wir alles hin. Und wir helfen auch euch. Hat hier keiner noch irgendwas Besonderes zu sagen? Und die sind schon wieder versteinerte Leute. Ja. Ah, spricht Web, richtig. Ist das hier nicht der Wahrsager? Tatsächlich. Und du kannst jetzt nichts voraussagen? Höchst interessant. Naja, aber wer kann das auch schon in so einer Situation? Ich glaube, das könnte ich auch nicht. Ich meine, wenn riesige Tentakel auf einmal die versuchen, die Welt zu erobern. Hammerhart. Naja, wenigstens kümmern sie sich um Lean. Das ist schon mal gut. Ja, mit Ohnmacht sollte sich Lean doch auch auskennen. Ich meine, Mullen war auch ohnmächtig. Naja. Ah, hallo. Ja. Wir sind mehr als bereit. Auf. Auf in den Kampf. Das wird ein schnelles Match. Das sage ich euch so, wie es ist. Der erste war vielleicht noch... Ja, ja. Aber bei dem hier... Ganz klassisch... Runtergeraspelt wie Schneidkäse. So. Bumm. Ja, mit dir. Och. Ja, ne? Warum nicht? Wir brauchen ja die ikarischen Kräfte. Ja, und Fina, ja, sollte sich wirklich nicht unterschätzen, wie man sieht. Ihre Kräfte sind halt wirklich Hammer, also hammerhart. Ja, und das Vieh, das ist wirklich gleich hin. Also, pass auf, Bratz, jetzt ist Lite noch einmal dran. So, und Web wird jetzt mit seinem Neodämonenball den vernichtenden Schlag ausführen. Denke ich mal. Wenn er uns denn nicht zu früh kommt. Schlecht. Ah, er haut wirklich nochmal rein. Ja, das war ja
höchst effektiv. Verteidigung minus 2 ist natürlich böse. Ja. So, vielleicht nochmal ein Luftschneider. Aber das war's dann auch für den Kollegen, wirklich. Weil Web wird das Ganze jetzt beenden. Für alle Körperteile. Ratz! Ja, 2200. Ja, Gaia-Kämpfer 3. Ja, vernichtet, einfach mal so. 13.000, 6.300. Zack. Kein Ding. Also der eine war ja einfach, aber 6? Nun gut. Oh, ich meine, unser Angriff würde ja auch... Ja, eigentlich würde ich mich auch mit 6 mal gerne prügeln. So ist ja nicht. Ne? Liebe Mod-Community, was werden damit? Ja, Web, also, ja. Ja, los. Lasst uns doch einfach mal gegen 6 kämpfen. Aber ich glaube, Fina nimmt das jetzt einfach im Alleingang. So wie es aussieht. Ja, diese Macht. Lean, und das Lustige ist, von der wissen die beiden noch nicht mal selbst, wirklich. Aber was? Hey Jazz, hallo Jazz. Ja, diese Bestie, Gaia. Hallo, wach auf, Justin. Was ist mit Gaia? Ist Fina okay? Jeder Teil von Gaia, der diese Stadt angegriffen hat, ist nun dank Finas neuen Kräften stillgelegt. Juhu, Fina hat also wirklich ganz lebendig allein gerettet. Hätte das gedacht. Lin? Ich muss mich entschuldigen, weil ich dich zwingen wollte, die Stadt Gaia zu überlassen. Und ich muss dir auch danken, denn du hast mir den nächsten Weg gezeigt, den ich einschlagen muss. Hoffentlich den richtigen. Ich gehe zurück zum Oberst. Bleib hier, solange die Streitkräfte unterwegs sind. Überlasse alles andere mir. Aber Lin, lebt wohl, Justin und Fina. Warum verabschiedet sie sich jetzt von uns? Ja. Ne? Ich meine, ich sag dazu nichts mehr, weil ich kenne das Spiel in- und auswendig, aber ich würde mich halt unnormal gerne nochmal, also ich würde, ne, kennt ihr, habt ihr den Gedanken, den ich auch schon mal gehabt, einfach nochmal alle Gedanken an einen der schönsten Momente einfach auszulöschen, nur um sie nochmal zu erleben? Ne? Also, das meine ich damit. Ja, wie dem auch sei, wir haben Gaia aufgehalten und nun ist alles wieder in Ordnung. Nun, Web, die Leute sind immer noch versteinert. So ist es jetzt noch nicht, ne? Ja. Fina hat es tatsächlich geschafft, ganz Gaia aufzuhalten. Nicht übel. Dieses Monster. Die sind schuld, dass so viele Leute zu Stein wurden. Verdammt nochmal, hätten wir uns mehr angestrengt, wären wir vielleicht früher hier gewesen. Ja. Hätten wir Baal einfach, weiß ich nicht, zerhackstückelt, weiß ich nicht. Ja, neuer Shop. Ja. Mit 9 tollen Sachen hier. Wovon ich aber auch nicht weiß, ob wir... was wir alles schon haben und was nicht, aber ich kaufe einfach mal Sachen. Zum Beispiel ein Fernrohr. Haben wir, glaube ich, noch nicht. Fresia-Samen. Glaube ich auch nicht. Ja, und bei dem Rest müsste ich jetzt nachgucken, bin ich ja ehrlich. Bei den Angriffsdingern bin ich mir unsicher. Gucken wir mal. Ich meine, wir hatten irgendwo auch einen Koffer. Der war, meine ich, ja, in dem besagten Mogai-Zelt hier irgendwo. Oder? Ja.
Das muss das Zelt sein, das die Moore aufgeschlagen haben. Diese Geierbestie hat einfach alles zerstört. Ich werde eine Pause machen. Okay. Lean, why did you come back alone? Your orders were to convince Fina to participate in our operations. Colonel Mullen, are we not mistaken? What do you mean? No. We, the Ikarians, don't have the power to defeat Gaia. The power Fina used to protect the people of Zilpadon was clearly different than my powers. That power, that was not the power of the Ikarians. It was much greater. What we need now to save the world is the power we see in Fina and Justin. Is that not what we are searching for, Herr Mullen? Yes, Lieutenant Lean. Then? No change in operations. Get Fina to cooperate by tomorrow morning. Understood? Colonel, please, try to understand what I have You're to say. You're the one who doesn't understand, Lean. I have no time to listen to your dreamy stories. In order to fight Gaia, we need the power of two Ikarians. There's no other way to save the world from destruction. Don't you understand? But... We are all living a foolish, sinful existence. We may not be worthy to live on this Mother Earth. But even if this world is filled with sin, I want to protect it. You should understand. Those Ikarian wings shining on your back are also a symbol of sin. My wings? A symbol of sin? Please, help us, Lean. We need the power of the Ikarians. You and Fina, the two of you. Understand, Colonel. Tomorrow morning, as scheduled. Now that's a good aide to count. I'm counting on you. In mir ist eine große Kraft, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Justin, sag mir, warum wurde ich als Ikarierin geboren? Um gegen Gaia zu kämpfen, wie meine Schwester? Oder, Fina, es tut mir leid, ich weiß es auch nicht. Aber keine Angst, Fina, weder die Armee noch Gaia haben sich gerührt. Wir haben Zeit. Hey, Just, Gaia hat einen Vormarsch nach Osten begonnen. Was? Das kann nicht sein. Ohne Fina haben sie keine Strategie. Oh nein, glaubst du, Lean will das auf eigene Faust machen? Justin, bitte, halte sie auf. Und ob wir das werden, Fina. Alle zuhören, wir gehen nach Osten durch die Luzitberge zur Yat-Basis. Los! Okay, ja. Dann machen wir uns auf zur Yat-Basis. Diese Mauer ist das Einzige, was von diesem Haus hier noch wohl übrig geblieben ist. Das ist natürlich... Ja. Und dass man hier nicht speichern kann, ist gerade ein bisschen... Blöd. Ah, nee, das konnten wir in Guidos Haus. Stimmt. Genau. Ja. Denn ich würde hier gerne erstmal wieder einen Schnitt machen. Bin ich ja ehrlich. Und würde dann im nächsten Mal halt weitermachen. Eigentlich ziemlicher Cliffhanger, ne? Wenn man Lean so gesehen hat. Ja. Es scheint so, als hätte sie nur noch einen Ausweg vor sich
Oder würde sie noch einen Ausweg sehen? Ja, das sollten wir nochmal... Das sollte sich Lin am besten nochmal ganz stark überdenken. Ja, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich glaube, Lin hat nichts wirklich Sinniges vor. Ja. Deswegen sollten wir sie unter allen Umständen aufhalten, was auch immer sie jetzt vorhat. Ja. Gut. Ja. Ich werde nochmal zu dem Shop eben zurückgehen. Gab es noch ein paar Sachen, die ich gerne hätte. Ja. Und ansonsten... Ja. Würde ich dann erst beim nächsten Mal weitermachen. Ja, dieser Shop hier, ich weiß nicht, der existiert auch erst, wenn Gaia halt Sipen angegriffen hat. Frag mich nicht warum, es ist einfach so. Wahrscheinlich, weil das Kaufhaus nicht mehr steht, wie es da mal war. Naja. So, denn ich hätte noch gern einmal so einen Nagellack, so ein Ding. Und ich glaube, so eine Vakuumrolle. Was fehlt denn? So eine Bubrolle habe ich, glaube ich, noch nicht. Ja. Und so eine Vakuumrolle. Ja. Einen anderen Mist habe ich, glaube ich. Ja. So dass ich von allem mal zwei habe. Ihr versteht. Ja, ich glaube schon. So. Alles abgeschmissen. Und dann gucken wir nochmal. 6 Wiederbelebungssteine. Das ist natürlich auch schon. Im Redux-Mod hatte ich am Ende, ich glaube, gerade mal 3. Ja. Geistertrank haben wir auch schon. Dank des Turmes, den wir in der letzten Aufnahme gemacht haben. Ja, das ist schon alles ganz nice. So, wir haben jetzt... Die Vakuumrolle haben wir 2-mal, das ist gut. Wir haben die Boomrolle, die Heulerrolle haben wir sowieso. Blitzbuch, Schockbuch. Wir hatten aber auch noch, genau, das Bebenbuch haben wir. Windbuch. Davon haben wir sogar 3, fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich noch eine gefunden. Das gibt es nur einmal. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das her haben. Ansonsten haben wir alles 2-mal. Ja. Gut. Ja, bereit. Ja, Gegenstände haben wir auch keine mehr bekommen aus den Kämpfen. Ne? Nee. Gut. Ja, nee, dann würde ich sagen, belassen wir es hierbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich speichere. Wo tue ich speichern? Wo tue ich speichern? Das ist eine gute Frage. Turm der Versuchung. Turm der Versuchung. Wo habe ich denn eben gespeichert? Ach, das war hier, bei den West-Luzet-Gebirgen, genau. Lagergebäude? Nee. Hier Sultruin, da speichere ich einfach mal ab. Jo, so. Alles klar. Speicherstand 1. Ja, nee, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Grandia HD Remaster. Und schauen wir mal, was wir jetzt gegen Gaia tun können. Ich meine, Sylpen haben jetzt mehr oder weniger mal Justins und Finas noch unerklärlichen Kräften gerettet. Ja, im gegen den Sinne von Lin und Mulen scheinbar. Oder Mulen vielmehr. Und Lin hat jetzt irgendetwas vor, weil sie sich nicht entscheiden kann. Ja, wer jetzt das Richtige tut, Mulen oder wir? Ja. Ach ja. Ich sag schon mal so, nächste Aufnahme wird wieder sehr emotional. Deswegen... Ja,
haltet euch schon mal bereit, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Schokobomber. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Schön, dass ihr jedenfalls bis hierhin dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal mit Let's Play Grania HD Remaster. Bis dann!